smashing aus, tausend Finsternächten. Ein wildes Leben im Bund mit dunklen Mächten. Könige des Pathos, radikale Humanisten. Hoffnungslose Außenseiter, Idealisten. In the minds, das Leben meint es gut mit uns und das hört er Beweis. Wir diesen Namen Planeten scheint Hoffnung zu bestehen. Manche Dinge sind wahr, auch wenn wir sie nicht sehen. Das Drama beginnt, Gott verdammt erschreckend. Kämpfe werden rollen und niemand, niemand kann sich retten. Wir sind nicht euch alle. Das ist der Grund, vor dem ich alle warnen. Dies ist Wahrheit, durch deine Gebrade. Das ist so klar wie Wodka, Fitness und Symbolen. Wir leben ohne Rücksicht auf Konventionen. Wir verachten den Tod, sind ewig unterwegs. Kämpfen rituelle Kämpfe, die niemand versteht. Alles schwer zu ertragen, doch ruf zu uns im Namen. Zeigen wir den Weg, der deinen Namen trägt. Das Drama beginnt, Gott verdammt erschreckend. Köpfe werden rollen, niemand, niemand kann dich retten. Das ist der Punkt, vor dem ich alle warnen. Dies ist Wahrheit, durch deine Membrane. Das ist so klar wie Wodka, Fitness und Atomen. Wir leben ohne Rücksicht auf Konventionen. Das ist der Punkt. Gott verdammt erschreckend. Köpfe werden rollen und niemand, niemand kann sich retten. Das ist der Grund, vor dem mich alle warnen. Geschießt weit durch deine Membrane. Das ist so klar wie Wodka, Fitness und Methoden. Wir leben ohne Rücksicht auf Konventionen. Das ist der Punkt, vor dem mich alle warnen. Wir schießen weit durch deine Membrane. Das ist so klar wie Wodka, Fitness und Symptomen. Wir leben ohne Rücksicht auf Konventionen. Ja! Dankeschön. Vielen Dank. Wo das nächste Endspiel noch eine Kleinigkeit, eine eigene Sache da. Das letzte Zeit immer wieder vorgekommen ist, dass vor unseren Konzerten Leute von der NPD Unterschriften gesammelt haben bzw. versucht haben. Versucht haben, Unterschriften für ihre Wählerlisten zu bekommen. Wollen wir euch in jedem Fall wissen lassen, dass wir mit diesen Leuten nicht sympathisieren und dass wir alles dafür tun, dass die Leute vor unserem Konzert nicht auftauchen. Nichtsdestotrotz. Leben wir in einem freien Land und wir müssen auch diese
Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass ihr Geist für mir ticken, okay? Das nächste Lied ist für alle verlogenen Arschlöcher, die wir uns jeden Tag im Fernsehen angucken müssen, die uns suggerieren, wir leben in einer Demokratie oder nichts anderes denken als an Geld und daran ihre Macht zu erhalten. Deshalb sagen wir, Macht für den, der sie nicht will.
Ich bin in dir. Ich sag diese Lieder, ich danke immer wieder. Sie sind kein Teil von meinem Leben. Sie sind ein Teil von mir. Sie sind für dich, ich schenk sie dir. Mehr kann und will ich dir nicht geben. Weißt du wirklich, wer ich bin? Wie ich denke, ich fühle. Liebst du mich, weil ich es bin, oder weil ich dich belüge? Du bist in mir und ich geh. Doch siehst du auch, was ich seh. Was ich seh. Seh mich an und frag mich. Seh mich an und frag mich, warum. Bin ich, wie ich bin? Warum lach ich, wenn ich traurig bin? Kann ich sehen oder bin ich blind? Ich such die Antwort auf meine Fragen. Die Gedanken meinen Bilder, doch ich liebe keinen Rahmen. Der Wind spricht zu mir, wünscht mir Glück, er flüstert meinen Namen. Sag, ich bin in dir, wo ich in dich. Siehst du auch, was ich seh? Dankeschön! Wir waren geil, echt super geil. Ich muss euch sagen, ich finde extrem geil, wenn ich hier ins Publikum gucke, wie viele unterschiedliche Leute ich hier sehe. Ich sehe Leute mit Irokesen, ich sehe Leute mit Glatzen, ich sehe hier Mettler, ich sehe Hippies hier rumstehen, ich sehe Leute mit Dreadlocks und ich finde das ober geil. Vor allen Dingen, haut uns nicht gegenseitig die Fresse ein, sondern wir stehen hier und feiern eine obergeile Party zusammen. Und ich glaube, es gelingt sonst keiner anderen Band, so ein Publikum in ihre Hallen zu locken. Und darauf sind wir mächtig stolz, Leute. Geht's euch gut?
jetzt kommt eine Reihe von Liedern, die wir selten bis noch gar nicht auf Tournee gespielt haben. Einfach deshalb, weil wir keinen Bock haben, dass uns das Tour langweilig wird. Und vor allen Dingen auch für die Leute, die öfters auf unsere Konzerte kommen, denke ich, war es in der Zeit, nachdem wir viele, viele Jahre ein ähnliches Programm hatten, mal also in der Zeit, ein neues Schnittprogramm zu nehmen. Und das Folgende kommt auch deshalb ins Set, weil wir dachten, es wäre an der Zeit, mal wieder ein Statement abzugeben, weil wir glauben, dass wir ein bisschen was am Rad haben und dass es da draußen auch beschissen zugeht. Außenpolitisch sieht's kacke aus und deshalb auch mal ein Statement von der Stage. Schöne neue Welt! Diejenigen von euch, die mal in Thailand oder in den Philippinen gewesen sind, die wissen, warum wir das nächste Lied geschrieben haben.
kann das sein? Vielen Dank!